Ich habe mir einen guten Plan gemacht. Wir brauchen Fleischlappen. Ich möchte kein Hackfleischdöner machen, ich möchte Scheibenfleisch. Und die habe ich besorgt. Die Strategie von meinem Dönerspieß heißt Saftigkeit, 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 ganz viel Geschmack. Also, man sollte natürlich immer darauf achten, wenn man Fleisch schneidet, dass man immer ein feuchtes Tuch unterm Brett hat, ansonsten rutscht es. Tuch drauflegen, Brett umdrehen und schon rutscht es nicht mehr. So, hier laufen die Fleischfasern lang. Und na klar, ne, hier ist ein bisschen was dran, da ist ein bisschen was dran, das kann aber dranbleiben. Wir schneiden das so dünn, da muss auch ein bisschen Fett rein, da müssen, ja, da muss Struktur herrschen. Ich möchte auch, dass die Leute auf was beißen und nicht irgendwie so eine Matschepampe im Mund haben. Fettarmes Kalbsfleisch in meinem Döner ist für die Textur sehr wichtig, für den Biss. Und ich muss ja schon so eine gewisse Gewichtung haben von fettigem, bindegewebsreichem Fleisch, aber auch sehr magerem, zarten Fleisch. So nachher im Mund gibt sich das perfekte Gefühl des besten Döner Deutschlands. Am meisten verwendet man die Bauchlappen von Kalb oder von Lämmern. Ich mache eine Mischung aus beiden. 60% Kalb, 40% Lamm. Damit es nicht zu lammig schmeckt, aber trotzdem auch so eine gewisse Nussigkeit hat. Und Bauchlappen haben schon natürlich genügend Fett. Aber ich möchte ja den saftigsten Döner haben. Der muss so saftig sein, der soll so zart sein, wie den noch nie jemand vorher gegessen hat. Der Deutsche ist kein Lammesser, aber ich möchte trotzdem ein bisschen Lammgeschmack da reinbringen, damit es auch authentisch wird. Hier sind meine geschnittenen Bauchlappen. Da ist alles dabei. Kalb, Lamm und das werde ich jetzt brinen. Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von der Familie Iskender in der Türkei, weil die machen ja Zwiebelwasser in ihrem Döner. Das ist eine Lake. Zwiebel enthält viel Zucker und es gibt eine schöne Karamellisierung. Ich habe Zwiebeln entsaftet, mit Wasser und Salz versehen. Brine kann man ganz einfach erklären. Ich nehme Wasser, ich nehme Salz, ein bisschen Zucker. Es muss schmecken wie ein Schluck aus dem Mittelmeer. Dann gebe ich egal welches Protein rein. Fisch, Fleisch, Geflügel, egal was. Dann hole ich es nach einer Zeit raus und es wird doppelt so saftig. Weil während es da drin liegt, geht das Eiweiß auf, das Wasser lagert sich an. Und dadurch habe ich eine höhere Saftigkeit, aber auch mehr Gewicht. Das saugt sich jetzt richtig schön voll. Lappen über Lappen über Lappen. So, so ist es richtig. Deckel drauf, ab damit in den Kühlschrank und das Minimum 24 Stunden stehen lassen. Weil dann hat das Fleisch genügend Zeit, das Wasser aufzusaugen. Das wird lecker. Das riecht jetzt schon gut. Ich habe richtig Bock. Butter, Butter, Butter. Ich habe in der Türkei so viel Butter in Kombination mit Döner gegessen. Aber auch die kommt in meinen Döner. Ja, hallo? Ich will gewinnen. Und mit Butter gewinne ich. Ich will doppelten Geschmack, ich will richtig viel Flavor. Und wenn ich die Butter röste, dann wird sie nussig, weil das Eiweiß in der Butter karamellisiert. Und dadurch habe ich einen viel intensiveren Geschmack. Ohne Butter macht das Leben auch keinen Sinn. Guckt euch meinen Körper an, der ist aus Butter geformt. Ach komm, das letzte Stück, ich bin nicht geizig. Ne? Und die kochen wir jetzt so lange, bis sie dann leicht anfängt, goldenbraun zu werden. So, hier haben wir noch Lamm- und Kalbsfett. Auch das brauchen wir später, weil wir brauchen halt Fett im Döner. Ohne das Fett schmeckt der einfach nicht. Der wird so lange mit einer Hitzequelle konfrontiert, der würde austrocknen. Und ich sorge dafür, dass er Lichtschutzfaktor 100 bekommt, der Kollege, damit er so knackig braun über die Promenade laufen kann, ja, und sich dann ins Brötchen legt. Nur dann wird's lecker. Warum lasse ich das aus? Weil ich möchte nur das pure Fett und nicht irgendwelche Äderchen oder irgendwelche Arterien, sondern nur das reine Fett. So kann ich es filtrieren und bestimmen. Fertig.
Das reicht mir mit der Butter. Schön goldig. Kippe ich jetzt hier durch. Warte mal, ich ziehe ich mir hier rüber, ist besser. Ja, guck mal, wie schön die jetzt ist. So soll sie aussehen. Kann man auch diese kleinen, dunklen, karamellisierten Stückchen schon sehen? Ich möchte ja ein ganz klares und reines Fett verarbeiten. Und deswegen habe ich sie filtriert, damit es wirklich glasklar und sauber ist. Einmal Butterblock XXL mit ganz viel Geschmack ist schon mal fertig. Jetzt wolfe ich das ganze Fett eben schnell, weil das dauert mir viel zu lange. Die groben Stücke auslassen, das sind wir übermorgen noch hier. Die Butter stelle ich kalt, weil nur im kalten Zustand kann ich sie perfekt weiterverarbeiten. Ich habe noch ein bisschen Kalb, so ein bisschen Lammfett ausgelassen. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Ich habe erst dicke Brocken da reingeschmissen. Habe ich mir gedacht, komm Lege, alles durch den Wolf lassen, zack, fertig, läuft. Boah, was für eine fettige Angelegenheit hier. Das war richtig viel Arbeit, aber ich will den besten Döner Deutschlands machen. Und da werden einige jetzt zugucken und sagen, oh Gott, was macht der Typ da? Das soll der beste Döner werden? Immer schön aufpassen. Zack, Fett hier rein und schon geht das ratzfatz mit dem Auslassen. Jetzt lassen wir das Fett schön ab. Guck mal, glasklares Lamm- und Kalbsfett. Wir kommen dem Dönerspieß immer näher. Es sind echt viele Schritte. Jetzt baue ich mir einen Klebstoff. Ich nehme Brät. Und das ist mein Kleber, der mir meine Fleischscheiben zusammenklebt, damit ich nachher eine richtig schöne, schicke Scheibe habe, um meinen Döner runterzuschneiden. Mein Fleisch ist hier und das wolfen wir jetzt schön. Brät ganz einfach. Ich nehme Hackfleisch, ich nehme Eis, ich nehme Salz. Das zerkleinere ich in einem Kutter so lange, bis es eine Paste ergibt. Dann nimmt man das Brät. Jetzt lassen wir es erstmal schön fein zerkleinern. Hier habe ich eine Dönergewürzmischung, aber das habe ich euch noch gar nicht erklärt. Ne? Jeder hat ja seine Gewürzmischung. Ich habe mir meine gemacht und die kommt in meinen Klebstoff mit rein. Da sind 14 verschiedene Gewürze drin. Ne? Die verrate ich nicht. Nein. Und jetzt emulgiere ich noch schön mein Aromafett da rein. Ja, herrlich. Das wird so gut. Das hier ist auf alle Fälle mal ein kleiner Zaubertrick. Richtig schön feiner Klebstoff. Das schmiere ich nachher jede Lage mit ein, das haftet richtig gut, dann wird der perfekt. Die Kunst einem guten Dönerspieß ist, dass er hält. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Dönerspieß gesteckt. Herzlich willkommen in Leges Dönerproduktion. Noch nie, in meinem ganzen Leben noch nicht. Hoffentlich klebt er auch so, wie ich das möchte. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass das ganz gut werden kann. Ja, jetzt kommt so eine kleine Fettschicht dazwischen, ne? Ihr sollt keinen Sonnenbrand kriegen, der Kollege. Wir haben extrem viel Fleisch. Ja, der Lappen, der könnte auch noch hübscher hier drauf gehen, ne? Mir wurde gesagt, Herr Lege, achten Sie bitte auf Ästhetik. Ich glaube, der wird sexy hier, der Kollege. Wenn der nur zu 70% so wird, wie ich mir das vorstelle, haben die anderen schon ein Problem. Problem ist, hält er auch, wenn er sich dreht, ne? Den muss ich auf alle Fälle noch gerade schneiden. Ich schneide den eckig. Der Vorteil vom eckig geschnittenen Spieß ist, dass ich immer eine glatte Scheibe habe, ne? Aber ich habe noch nie richtig Döner geschnitten, ne? Ich glaube, ich hole mir noch so ein Apparat oder irgendwie sowas. Der reicht mir so. Den wickele ich jetzt in Folie. Den lasse ich ein paar Stunden in der Kühlung. Und dann schneide ich ihn erst zurecht. Und dann kommt er auf den Grill. Der Döner muss immer eingewickelt werden, aus hygienischen Gründen. Aber dadurch wird er auch komprimiert. Dann steht er da gut und dann wird er noch mal ein bisschen gepresst. Und dadurch bekommt er seine kompakte, schöne Form. Boah, so ein Döner ist überhaupt nicht so einfach, wie man denkt.